Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein Video, wo man mich nicht sieht. Ich weiß nicht, ob man es mir an der Stimme anhören kann, aber ja, ich bin leider erkältet, mich hat's erwischt und deswegen habe ich nicht die Energie, ein fancy, mega aufwendiges, super geschnittenes Video zu machen. Deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich euch einfach mal etwas ein bisschen Vlog-mäßiges, quasi ein neues Spielzeug, was bei mir ja, zu Hause gelandet ist sozusagen. Und zwar ist das hier die Jelly Plate. Macht einfach wahnsinnig viel Spaß, damit rumzuspielen. Ich zeige euch das mal so ein bisschen, was man damit machen kann. Erkläre ich das mal so ein bisschen, weil ich finde das wahnsinnig interessant. Ich habe mir in den letzten Tagen so viele Videos dazu angesehen und es gibt tolle Bastel-YouTuber, die damit arbeiten oder Künstler. Das ist der Wahnsinn. Also es macht einfach unheimlich viel Spaß. Ich glaube, das Produkt ist nicht für jeden, also deswegen schaut es euch einfach mal an und dann könnt ihr ja selber entscheiden, was ihr davon haltet. Es ist, glaube ich, wirklich nichts für jeden, aber mir macht es zumindest unheimlich viel Spaß. Ja, ihr seht schon, das kommt in so einer Plastikverpackung umher und da bewahre ich das dann auch immer wieder auf. Also diese hier ist jetzt natürlich schon benutzt. Ihr habt hier eine ganz kurze, Gebrauchsanleitung bzw. ja, Verpackung eben. Und das ist die Jelly Plate, die ist dann nochmal zwischen zwei solchen Folien eingepackt. Und wie ihr schon sehen könnt, ich mache die Folien hier mal ab. Ihr seht, das ist wirklich Jelly, also wie Wackelpudding, wie Gelatine eigentlich. Es gibt auch ein Video, wie man sich das selber machen kann. Ich habe allerdings von dem Video, ich habe es mir nicht angeguckt, wie man sich die Platte selber machen kann. Ich weiß nicht. Ich finde es einfach schön, sowas fertig zu haben. Man muss ja auch bedenken, man muss sich ja selber die Materialien dann auch kaufen für das Rezept und so weiter. Ich werde das Video mal raussuchen und werde euch das verlinken in die Infobox für diejenigen, die sich das mal angucken wollen. Vielleicht wäre das ja was für euch, dass ihr das auch mal selber machen könnt. Ich weiß gar nicht, was dafür benutzt wird. Wie gesagt, ich habe das Video selbst nicht gesehen. Auf jeden Fall, das ist jetzt die gekaufte Variante quasi für Faule. Und ja, einfach so eine Platte. Und damit kann man drucken, sozusagen. Ich mache das Ganze hier auf meiner Unterlage. Und wie ihr seht, meine Unterlage ist fürchterlich schmutzig. Muss ich immer wieder reinigen. Aber auf jeden Fall, damit das nicht so schlimm ist, wenn da ein bisschen Farbe auf den Untergrund kommt. Und ja, sie haben auch in der Anleitung geschrieben, dass man schauen soll, dass man das nicht auf, wo steht das denn? Dass man das nicht auf einem absorbierenden Untergrund legen soll, wie zum Beispiel Holz oder ich glaube auch Papier, weil es dann diese Mineralöle, die in dieser Platte sind, raussaugt. Ich glaube, das ist mit der Matte hier relativ safe. Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, aber zumindest macht das einen ganz guten Eindruck. Ja, und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an, irgendwas zu machen, damit ihr was seht. Ja, dieses Ding ist einfach genial. Ich zeige euch das einfach mal. Ich hoffe, mein Stuhl quietscht jetzt nicht zu arg. Die Frage ist jetzt natürlich, womit fange ich an? Ich fange mal mit meiner Lieblingsfarbe an, weil ich die mir neu gekauft habe und deswegen, ich liebe diese Farbe. Knallt richtig schön. Ich habe schon sehr viele Prints damit gemacht. Und ja, es funktioniert einfach so, dass ihr Farbe drauf gebt. Ich benutze jetzt hier Acrylfarbe. Ich habe es noch nicht mit anderer Farbe ausprobiert. Ich glaube, man kann auch Ölfarbe nehmen, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und was nehmen wir denn noch? Ich nehme noch Weiß dazu. Man kann jetzt natürlich nur eine Farbe nehmen. Man kann noch ein bisschen variieren und Farben mischen. Ja, machen wir einfach mal diese zwei Farben. Und ich habe mir hier so einen Roller gekauft. Der ist jetzt natürlich auch schon ziemlich dreckig und in Benutzung gewesen. Und damit rollt man das Ganze jetzt einfach so aus. Das hier ist übrigens die 6-inch-mal-6-inch Version für diejenigen, die das interessiert. Ich muss sagen, fast schon bereue ich das, dass ich mir nicht die, was ist das? Ich glaube 8-mal-10-inch Version gekauft habe. Also das bereue ich fast. Ja, aber gut, die war halt schon ziemlich teuer und die war quasi noch erschwinglich sozusagen. Deswegen habe ich mich jetzt halt für die 6-inch-mal-6-inch Version entschieden. So, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir benutzen mal eine Schablone drüber. Man muss sich nur noch entscheiden können. Was jetzt natürlich schade ist, ich benutze jetzt hier meine Schablonen, aber was natürlich schade ist, ja, meine Schablonen sind DIN A5, also zumindest Außenmaß, nicht ganz. Aber es ist halt, ne, ihr seht schon, es ist zu klein für die Jelly Print. Es ist aber nicht so schlimm, also ich benutze die Schablonen trotzdem.
Ich habe mir auch vorgenommen, dass ich für mich die Schablonen auch nochmal in größer ausplotten lassen will, aber ja, ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Es reicht, um ein bisschen damit rumzuspielen. Und das Ganze funktioniert jetzt einfach, dass ihr könnt das auch ohne die Schablone machen, dass ihr jetzt einfach das Stück Papier drauflegt. Das ist jetzt ganz normaler weißer Cardstock. Ihr könnt das entweder mit den Händen machen oder ihr könnt auch irgendwie den Brayer oder Roller könnt ihr nehmen und das Ganze nochmal hier so drüber rollen. Ja, mir macht das nichts aus, wenn die Rückseite ein bisschen schmutzig ist. Wenn man das dann abzieht, hat man hier einen Print, also einen Abdruck von dem, was man hier drunter hat. Und das finde ich einfach mega, mega cool. Also wie ihr seht, hier ist die weiße Acrylfarbe, hier ist die türkisene Acrylfarbe und das sieht immer, immer wieder anders aus. Also wenn ihr da irgendwas druckt, es kommt immer ein anderes Ergebnis raus und mir macht das einfach unheimlich viel Spaß, weil das ein sehr, ja, es ist wie so ein kleines Experiment, was man damit machen kann. Einfach ein bisschen Farbe drauf und ein bisschen entweder Schablonen drauf oder wie ich zeige euch das gleich noch. Man kann so viele andere Sachen auch noch dafür benutzen und ja, einfach gucken, was dabei rauskommt. Macht unheimlich viel Spaß. Es ist ein bisschen wie rummanschen mit Farbe. Man hat danach sehr cooles, ja, bedrucktes Papier oder Motivpapier. Man kann auch so ein paar Ghost Prints, manchmal kommen die richtig schön raus. Wie man jetzt hier sieht, sieht man nicht besonders viel. Aber wir bearbeiten das gleich noch weiter, deswegen lasse ich das mal so. Und ich versuche immer möglichst viel wiederzuverwerten. Also zum Beispiel das hier habe ich jetzt einfach, weil ja quasi noch Farbe auf der Rückseite ist, das habe ich jetzt einfach hier drauf auf mein Schmierblatt transferiert. Und das können wir jetzt auch noch mal versuchen, ob wir davon was abdrücken können. Weil man muss ja die Farbe nicht wegschmeißen. Und ich muss sagen, die Jelly Prints, also diese die Jelly Plates meine ich, diese Platten, die sind wahnsinnig, wahnsinnig teuer, finde ich schon. Also ich hab echt lange überlegt, ob ich das wirklich mal versuchen soll oder nicht. Ist ein teures Experiment. Aber ich muss sagen, der Rest ist sehr erschwinglich. Also man braucht nicht allzu viele Materialien. Also man kann sehr viel benutzen, was man schon hat. Ich meine, klar, man braucht irgendwie Farben in einer gewissen Art. Also Acrylfarben. Wie gesagt, es gehen auch, glaube ich, Ölfarben. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also das braucht man schon. Aber ansonsten kann man sehr viel benutzen, was man schon hat. So, ich lasse jetzt das hier, lasse ich jetzt mal drauf. Also ihr seht, hier ist noch restliche Farbe drunter, aber das macht jetzt nichts. Ich lasse das mal drauf. Man kann das natürlich auch wieder wegmachen. Mit Feuchttüchern geht das ganz einfach wegzuwischen. Und ich printe hier jetzt einfach oder mache jetzt einfach noch Farbschichten drüber. Die Frage ist, welche Farben? Ich bleib mal bei Weiß, weil das eine neutrale Farbe ist und halt lila. Lila habe ich auch schon mal probiert in Mischung oder in Kombination mit dem Türkis. Das sah das wahnsinnig toll aus. Ich bin mal gespannt, ob ich das wieder irgendwie wieder hinbekomme, ob das gut aussieht. Man muss natürlich dazu sagen, es kann auch vollkommener Blödsinn dabei rauskommen. Also das ist ja das Schöne daran, es ist wirklich zum Spielen, zum Experimentieren. Manchmal gefällt einem das Ergebnis überhaupt nicht. Manchmal denkt man sich, naja doch, es sieht voll cool aus. Also ja, das ist einfach so ein bisschen Experimentieren. Ich zeige euch jetzt mal, was man noch nehmen kann. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein paar Schwämme. Da versuche ich jetzt mal hier so Punkte drauf zu setzen. Ich denke, das ist erstmal gut. Und das probiere ich jetzt. Ja, machen wir mal auf den 9. Dann schauen wir mal, was das ergibt. Also es macht einfach unheimlich viel Spaß. Wenn noch Fragen sind, also könnt ihr gerne in den Kommentaren stellen, dann versuche ich das zu beantworten. Es tut mir halt leid. Ich weiß, das ist jetzt wirklich ein sehr chaotisches Video. Soll auch nicht unbedingt so wahnsinnig krass informativ irgendwie sein. Aber ich habe irgendwie, ich fühle mich gerade nicht so auf der Höhe. Aber ich kann auch gerade nicht irgendwie im Bett liegen. Also ja, deswegen irgendwas machen muss ich. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß, muss ich dazu sagen. Und das ist das Ergebnis. Also wie ihr hier seht, dass der türkise Print, der hat sich wieder hochgehoben, weil wir quasi eine frische Schicht drüber gemacht haben. Wie ihr hier seht, das sind die Kreise, die entstanden sind mit den Schwämmen. Finde ich eine sehr coole, ein sehr cooler Effekt. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, okay, das mit dem Türkis weiß ich nicht, ob mir das jetzt so gut gefällt. Aber auf jeden Fall, ja, wie gesagt, es ist einfach eine Spielerei.
hier ist noch ein bisschen Farbe, machen wir mal rosa noch mit rein. Also ihr könnt quasi einfach, ich mache das einfach Acrylfarbe drauf, so mit 2, 3 Farben ausrollen und irgendwie ein Muster drauf malen und also es macht wirklich unheimlich viel Spaß. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wenn ihr auch die Jelly Plate habt, was ihr so gerne damit macht, irgendwie Techniken oder ja, keine Ahnung, was ihr gerne benutzt, um da irgendwie Textur drauf zu machen. Also ich benutze halt, wie gesagt, sehr gerne die Schablonen, einfach weil ich sie da habe, weil das quasi sehr einfach ist und sehr bequem. Aber man kann so vieles benutzen. Man kann hier zum Beispiel so ein, ich habe hier so ein Stück, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, halt ein Netz, ne? Man kann ja zum Beispiel auch die Netze nehmen, wo man, manchmal kauft man ja Zitronen in so einem Netz, also mit Lebensmitteln meine ich, dann kann man sich das Netz aufheben, muss man ja nicht wegschmeißen, das kann man auch cool für so Jelly Plates benutzen. Und das machen wir jetzt mal hier drauf. Und da mache ich jetzt mal nur teilweise Abdrücke von, weil ich finde das auch sehr cool. Also wie ihr hier seht, ich habe nur an einer Stelle drauf gedrückt. Und dann bekomme ich halt nur an dieser einen Stelle den Print. Ich werde diese, also das ist jetzt DIN A5, ich werde das dann später noch auf DIN A, nee, auf 6x6 Inch, das meinte ich, zurechtschneiden. So. Und das sieht dann bisher so aus. Also sehr cool. Also, ja, was heißt sehr cool? Es ist, es macht einfach Spaß. Es kommt dann immer auch ein bisschen drauf an, was man dann mit den Papieren macht. Aber ich finde es einfach, es macht so viel Spaß. Ja, und jetzt printe ich das mal hier drüber. Also ich ziehe das hier erstmal ab. Oder hätte ich es drauf lassen sollen? Ich hätte es vielleicht drauf lassen sollen. Egal. Und das printe ich jetzt hier drüber. Und dann müsste man auch wieder den Abdruck sehen, von dem, wo das Netz dann quasi drauf gelegen hat. Schauen wir mal, ob das wirklich so... Ja, man sieht es tatsächlich. Und wie ihr seht, man sieht halt das Türkisene durchschimmern. Manchmal sieht man das stärker unter der Farbe hindurchschimmern. Kommt natürlich immer drauf an, was ihr für Farben benutzt. Manchmal schwächer. Sehr cool. Ja, wo habe ich das Ding gekauft? Ich muss sagen, ich habe lange gesucht, bis ich einen Shop gefunden habe, wo ich das bestellen konnte. Ich wollte es eigentlich erst bei Amazon bestellen. Bei Amazon war es aber irgendwie schweineteuer. Und, also es geht noch, aber es war mir zu teuer. Und dann habe ich halt mal geguckt und ich habe halt das auf Scrapbook-Werkstatt gefunden. Und ja, deswegen habe ich es dann auch bei Scrapbook-Werkstatt bestellt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es war eine Zeit lang ausverkauft bei Scrapbook-Werkstatt. Also da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Müsst ihr einfach mal gucken, ob das gerade aktuell wieder dort verfügbar ist. Ich, Scrobby hatte das auch mal im Sortiment, aber das ist auch ausverkauft. Also ja, irgendwie war das ziemlich schwierig, das zu finden in Deutschland und da dran zu kommen, was ich sehr blöd finde. Ja, aber ansonsten, der Preis war ganz fair bei Scrapbook-Werkstatt. Ich wollte auch eigentlich erst ein Haul-Video dazu machen und wollte das auf meinem zweiten Kanal hochladen. Allerdings habe ich den falschen, also ich habe ja den Brayer hier bestellt, den habe ich auch bei Scrapbook-Werkstatt mitbestellt. Ich habe aber was Falsches bekommen. Ich habe nur das Refill bekommen und deswegen habe ich das reklamiert. Und dann ging das halt so ein bisschen hin und her mit Rücksenden und dann haben sie mir das richtige Produkt geschickt. Und ja, da hatte ich das alles dann schon benutzt und dann hatte ich keine Lust, mir meine Sachen zusammenzusammeln. Um dann noch das Haul-Video draus zu drehen. So, Bubble Wrap. Also Luftpolsterfolie kann man zum Beispiel auch benutzen. Und damit das jetzt nicht, diese schöne Farbe, die da drauf ist, damit wir die nicht wegschmeißen müssen. Ja, und wie ihr seht, also es ist sehr messy. Es geht sehr schnell. Gibt es viel Sauerei, aber es macht einfach, also mir macht das einfach unheimlich viel Spaß. Deswegen, ich würde euch auch unbedingt eine Unterlage empfehlen. Und ja, zieht am besten Kleidung an, die dreckig werden kann. Ihr könnt auch hier sowas nehmen, also irgendwie so Muster, Kämme oder wie nennt man das dann? Und damit kann man dann hier so Muster zum Beispiel reintun. So, printe ich das jetzt auf neues oder auf ein bestehendes?
Das mache ich auf ein neues. Ich habe mir jetzt natürlich DIN A4 Papier genommen und habe das einfach halbiert, sodass ich dann DIN A5 habe. Entschuldigung. Ihr seht schon, dass das ein bisschen kleiner dann dadurch ist als 6 Inch, was sehr schade ist. Ja, aber es lässt sich leider nicht so ganz vermeiden. Ich habe leider kein 12x12 Inch Papier da, was ich mal so eben, also in weiß, was ich mal so eben entbehren und zerschneiden könnte. Ansonsten wäre das natürlich von der Größe her super praktisch, einfach 12 Inch Papier nehmen und dann vierteln und dann hat man genau diese 6x6 Inch Papiere. Das werde ich mir, ich muss mir mal unbedingt bei Faltkarten das 12 Inch Papier kaufen, weil irgendwie kaufe ich immer von denen nur das DIN A4 Papier, weil das dann auch in meinen Schneidplotter reinpasst. Ich habe ja nur die Portrait Silhouette und nicht die Cameo Variante. Sieht auch sehr cool aus hier das. Und deswegen ja, habe ich mir das angewöhnt, nur die DIN A4 Papiere zu kaufen. So, also wie gesagt, das kann man jetzt auch wegwischen, aber ich finde, das sieht super cool aus, wie das hier so ist mit den Flecken. Kann einen sehr coolen Effekt haben. Deswegen werde ich das nicht wegmachen. Stattdessen nehme ich mal das hier. Das ist auch Acrylfarbe, halt in so einem, ja, mit so einem Schwamm oben drüber. Aber ich werde das jetzt hier einfach so drauf kippen. Man muss halt immer so ein bisschen gucken, wie viel Acrylfarbe man nimmt. Also da bin ich selber noch nicht so ganz erfahren. Ich glaube, ich nehme oft viel zu viel Acrylfarbe. Aber ich möchte es halt komplett überdecken. Also es ist ja auch blöd, wenn man dann zu wenig nimmt. Das habe ich dann zwischendurch auch mal gehabt, dass ich zu wenig Acrylfarbe genommen habe und dann war das Ganze so milchig und so durchsichtig. Hat mir auch nicht gut gefallen. Deswegen. Also ihr seht schon, dass ich die ganze Zeit meinen Roller auch immer hier an meinem Schmierpapier abrolle. Und einfach, weil ich das nicht... Ich muss das hier eh sauber machen, den Roller. Und dann habe ich nochmal so ein schönes, cooles Hintergrundpapier. Manchmal kommen da richtig coole Sachen bei raus. Ja, nehme ich jetzt nochmal eine Schablone. Nee, ich glaube, das mache ich jetzt mal ohne Schablone. Und schau mal, was dabei rauskommt. Ich finde es halt angenehmer, oftmals mit dem Brayer hier auch nochmal übers Papier zu rollen, weil man dann richtig schön viel Druck drauf gibt. Man kann das auch mit den Händen machen und hier so drüber reiben oder drauf drücken. Ich finde es allerdings wesentlich bequemer mit dem Brayer. Der Nachteil ist, dass ihr da immer noch ein bisschen Farbreste habt und dadurch dann auch die Rückseite von eurem Papier ein bisschen einsaut. Aber wie gesagt, mir macht das eigentlich nicht so viel aus. Und wie man sieht, sieht man nichts. Irgendwie hat das nicht so gut geklappt, den Untergrund wieder hochzuheben. Ich probiere das jetzt einfach nochmal. Mal schauen, ob das besser klappt beim zweiten Mal. Was man auch machen kann, ist, wartet mal, ich hole mal schnell Wasser. Angeblich soll das funktionieren. Ich habe den Trick, glaube ich, noch nicht so sehr raus. Aber einfach Wasser drüber sprühen, damit es ein bisschen feuchter ist. Und dann soll sich das angeblich leichter lösen. Aber ja, wie gesagt, ich habe da noch nicht so... die Mega-Erfahrung darin. Auf jeden Fall macht das super viel Spaß und ich könnte das irgendwie, ja, tagelang machen. Also den ganzen Tag einfach nur verschiedene Sachen ausprobieren, rumrollen. Die Frage ist natürlich, was macht man mit den Sachen? Also klar, zum einen, ich finde, der Weg ist das Ziel. Also ja, deswegen ist die Frage ein bisschen, also sie ist schon berechtigt, aber auf der anderen Seite, wenn man doch Spaß dabei hat, dann hat man doch schon gewonnen. Also... Und ich habe wirklich unheimlich viel Spaß dabei. Und schaut mal, das sieht cool aus. Und das meine ich, sowas kann man nicht rekonstruieren. Weil das sind die Farbreste, die übrig geblieben sind. Wir haben hier so ein Wellenmuster drin. Wir haben hier noch so ein paar lila Partikel drin. Man muss natürlich ein bisschen gucken, dass die Farben zusammenpassen. Also wenn man jetzt komplett ja, seltsame Farben mit... Also, wisst ihr, wie ich das meine? Wenn man seltsame Farbkombinationen hat, dann kann das schon mal sehr komisch aussehen. Aber das hier gefällt mir sogar eigentlich ziemlich gut. So als Hintergrund natürlich. Es ist kein Fokus, sondern ihr müsst euch das als Hintergrund vorstellen. Was ich total cool finde, ist, oder warum ich mich überhaupt für für 6x6 Inch entschieden habe, ist, man kann aus einem 6x6 Inch Papier, wenn man das so aufteilt, kann man sehr cool...
Wie heißt das? Nicht ATC. Oh Leute, ich bin erkältet. Ich kann nicht denken heute. Pocket Letter, genau, Pocket Letter ausschneiden. Und das stelle ich mir richtig cool vor als Pocket Letter Hintergrund und dann noch irgendwie Sticker draufkleben oder Verzierung. Also finde ich wahnsinnig cool. Kann ich ja nachher mal mit euch zusammen machen. So, und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, wie man das reinigen kann. Und zwar nehme ich hierfür einfach diese Feuchttücher, das ist jetzt total egal, welche Marke das ist, aber Feuchttücher auf jeden Fall. Was ihr auch machen könnt, ist einfach, ihr nehmt euch eine Sprühflasche oder allgemein Wasser und spritzt das drauf und nehmt euch ein ganz normales Küchentuch. Und damit seht ihr schon, dass ihr das dann hier einfach wegmachen könnt. Das würde ich dann zum Beispiel immer dann machen, wenn ihr Farben benutzt, die nicht mehr miteinander harmonieren. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt ein ganz anderes Farbschema weiterverfolgen, das ist so ein Punkt, wo ich dann so ein Feuchttuch nehmen würde und die Platte reinigen würde. Ansonsten mag ich den Look, dieses Ungewisse, was man bekommt, wenn man es eben nicht sauber macht und da noch diese Reste quasi auf der Platte hat und dann einfach guckt, was beim nächsten Druck mit hochgehoben wird quasi, also mit auf das Papier gedruckt wird. Es macht einfach super viel Spaß. Ich glaube, Monoprinting nennt man das Ganze auch. Ich habe da keine Ahnung, also wirklich nicht. Ich möchte euch da jetzt auch wirklich nichts Falsches erzählen. Ihr könnt aber mal gerne, wenn euch das ein bisschen interessiert mit dem Jelly Plate, guckt euch einfach mal bei YouTube um. Es gibt so viele tolle Videos und Inspirationen, was man damit machen kann. Ich habe das jetzt bei Andrea Gomoll entdeckt. Das war jetzt aber auch schon ein bisschen länger her. Ich glaube, das war vor Weihnachten, letztes Jahr, glaube ich. Irgendwie sowas war das noch. Und da hatte sie das, glaube ich, zum ersten Mal benutzt. Oder zumindest habe ich es da zum ersten Mal bei ihr gesehen oder generell gesehen und fand das schon voll cool. Und dann hat sie es auch nochmal, das ist jetzt aber auch schon länger her, weiß ich nicht, ein paar Monate, da hatte sie es auch mal für Pocket Letter ausgegraben und hat damit einen Pocket Letter Hintergrund gemacht. Das fand ich so toll. Sie hat allerdings die große Platte, wie gesagt, ich glaube 8x10 Zoll oder irgendwie sowas. Ja, zum Nachhinein hätte es sich auch gelohnt. Also ich hätte mir vielleicht doch eher die 8x10, aber die ist so wahnsinnig teuer. Na gut, ihr Lieben, so, was nehme ich jetzt? Ich kann euch ja mal kurz hier zeigen, also die Prints, die trocknen auch relativ schnell. Den finde ich, glaube ich, bis jetzt sogar am coolsten. Da müssen wir eindeutig noch was machen damit. Das haben wir... Und das haben wir bis jetzt. Ach nee, hier liegen auch noch welche. Das haben wir und das haben wir. Da können wir auch noch ein bisschen was mitmachen. Ich möchte eigentlich noch nicht... Was ich sehr gerne benutze, ist so Metallic-Farbe. Das macht sich sehr cool. Zum Beispiel finde ich Gold und Türkis als Mischung sehr schön. Ich weiß jetzt allerdings, das Ding ist noch nicht... Soll ich schon oder soll ich noch nicht? Boah, ich kann mich heute überhaupt nicht festlegen. Machen wir mal Gold. Goldene Acrylfarbe. So, was man auch noch nehmen kann, oder was ich zumindest versucht habe und eigentlich ganz cool fand, sind Embossing-Folder. Ich habe auch mal... Also hier seht ihr das, hier an der Stelle habe ich das mal abgewaschen und also es scheint ganz gut abzugehen. Ich möchte da keine Garantie dafür abgeben, aber ich denke mal, was ich jetzt so im ersten Moment festgestellt habe, ist, dass das sich ganz gut wieder abwaschen lässt, auch wenn es schon längst getrocknet ist. Aber bitte auf eigene Gefahr nur machen. Auf jeden Fall, das kann man zum Beispiel auch benutzen. Also man kann so vieles benutzen. Guckt einfach, was ihr zu Hause habt. Also ja, anders kann man das gar nicht... Kann man das gar nicht sagen. Und jetzt habe ich hier einen Abdruck und habe hier auch Farbe drauf. Und die Farbe, die gebe ich jetzt mal hier drauf, wenn ich das irgendwie hinbekomme. Wartet. Ist nicht so kräftig, aber man sieht hier so leicht die Wood Grain, die
Holztextur quasi davon. Jetzt haben wir das ja hier noch drauf. Jetzt würde ich sagen, printen wir das hier einfach mal hier drauf, weil der Hintergrund eh so langweilig im Moment noch ist. Dann schauen wir mal, was wir dabei rausbekommen. Und wir bekommen dann das raus. Also es sieht schon ganz anders aus. Wie gesagt, es ist halt Schritt für Schritt. Ich baue sehr gerne Schichten aufeinander. Also ich baue sehr gerne Schichten. Also wisst ihr, wie ich das meine? Immer irgendwas drauf, abziehen. Dann wieder irgendwas drauf und dann wieder Schablone oder manchmal nur partiell und dann abziehen. Macht unheimlich viel Spaß und man bekommt einfach immer ein anderes Ergebnis. Und das Coole daran ist, oder das, was ich besonders toll daran finde, ist, man kann im Prinzip nichts falsch machen oder beziehungsweise, da man ja nicht weiß, was rauskommt, zumindest nicht hundertprozentig, muss man einfach mal probieren. Also wenn man es nicht probiert hat, weiß man nicht, ob es cool aussieht. Und ansonsten kann man es auch wegschmeißen. Es ist ja einfach nur ein Stück Papier. Es ist nichts irgendwie besonders Hochwertiges. So viel Farbe benutzt man auch nicht. Ja, es macht einfach unheimlich viel Spaß und man muss einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Man muss quasi dem Glück einfach mal eine Chance geben. Manchmal kommen richtig coole Hintergründe dabei raus. Manchmal denkt man sich, naja, das war jetzt nicht so die Meisterleistung, aber wie gesagt, man muss es einfach mal ausprobiert haben. So, jetzt nehme ich die Schablone hier mal. Ihr seht schon, ich habe mir auch wirklich nicht mehr die Mühe gemacht, meine Schablonen zu reinigen. Da hatte ich dann irgendwann wirklich keinen Nerv mehr dazu. Dann nehme ich jetzt mal den Hintergrund und da drücke ich das jetzt mal nur partiell ab. Seht ihr? Und wenn man das nur so partiell abdrückt, dann sieht man das auch gar nicht so, dass das von der Größe her, dass die Schablonen eigentlich zu klein sind. Aber es sieht wirklich einfach nur cool aus. Also mir gefällt das zumindest. Wie gesagt, ich glaube, das ist nichts für jedermann. Ich kann mir vorstellen, dass es einige geben wird, die jetzt sagen, hey, ich verstehe das nicht, was macht man damit? Das sieht komisch aus. Aber ja, wie gesagt, wenn man Spaß daran hat, ist es doch gut. Also wieso sollte man das denn verteufeln? So nach dem Motto, es ist sinnlos, das Produkt, wenn doch andere Leute Spaß damit haben. Also das ist irgendwie was, das verstehe ich sowieso nicht, dass Leute, manche Leute da so wahnsinnig ignorant dabei sind. Nur weil sie selbst den Sinn nicht drin sehen, heißt das ja nicht, dass das für alle anderen sinnlos ist. So, vielleicht ein bisschen übertrieben. Naja, wir schauen mal. Vielleicht kann ich ja noch irgendwas damit machen. So sieht das im Moment aus. So, dann tue ich das hier wieder mal hier abrollen. Oh, jetzt hatte ich hier noch Farbe drauf. Das war jetzt nicht so schlau. Naja, gut. Aber ihr seht schon zum Beispiel das Schmierpapier. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ich meine, klar, es ist ein bisschen rumgematscht. Wie gesagt, wenn es einem nicht gefällt, schmeiß es weg. Es ist nur, das hier jetzt ist nur Druckerpapier. Das andere ist Cardstock, weil ich der Meinung bin, das ist dann ein bisschen schöner anzufassen. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr das auch auf ganz normalem Druckerpapier drucken. Oder reißt euch einfach Seiten aus einem alten Katalog raus, den ihr sowieso nicht mehr lesen wollt. Oder Zeitschrift, meine ich. Und printet darauf. Also man muss nicht unbedingt teuren Cardstock benutzen dafür. Ich mache das jetzt hier halt nur einfach, weil ich habe das für die ersten Versuche habe ich das auch nur auf Druckerpapier gemacht und wollte das dann oder habe das dann zu einem Art Journal zusammengeklebt. Habe das halt quasi auf Pappe draufgeklebt, weil das hier viel zu dünn ist, das Druckerpapier. Und das fand ich dann einfach nicht mehr so schön, wenn da irgendwie so dünnes Papier und dann da draufgeklebt ist. Hat mir nicht so gut gefallen, deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, das nächste Mal mache ich es gleich auf Cardstock. Ist auch nicht so teuer, also ich weiß ich nicht, was kostet so ein Cardstock. Könnt ihr ja mal gucken, also bei Faltkarten sind die super günstig, meiner Meinung nach, von daher. Also das gefällt mir jetzt fast schon nicht mehr so arg. Ja, wie gesagt, es muss auch mal was nicht so Tolles dabei rauskommen. Vielleicht kann man es noch retten. Also da muss man immer mal gucken. Schmeißt das nicht sofort weg, gebt nicht sofort auf, gebt dem einfach mal eine Chance. Versucht einfach mal was anderes damit zu machen. Vielleicht, wenn man hier noch ein bisschen was Schwarzes mit reinbringt, vielleicht funktioniert das ja dann. So, was machen wir denn jetzt noch? Ich würde sagen, wir machen jetzt mal irgendwas mit Schwarz. Einfach, um den ganzen bisschen mal Kontrast noch zu geben. Ich muss halt sagen,
Mit Schwarz bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich möchte es jetzt auch nicht übertreiben und möchte das jetzt irgendwie total schwarz machen, weil es soll ja immer noch ein Hintergrund sein. Zumindest, ja, werde ich manche davon als Hintergrund benutzen. Und dann ist das auch nicht so schön, wenn da so viel schwarz ist. Ja, wir gucken einfach mal vielleicht so partiell ein bisschen. Ach so, was ich euch auch noch nicht gezeigt habe, was ihr auch machen könnt, das machen wir jetzt mal gerade. Wenn ich es finde, Moment, ist Stempel benutzen. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Clear Stamp. Den tue ich jetzt mal hier so drauf. Und den drücke ich mir dann, wie gesagt, ich drücke mir das alles immer auf mein Schmierpapier ab. Man muss ja die Tinte, die da drauf ist, nicht verschwenden. Also da habe ich jetzt sozusagen ein paar improvisierte Stempelabdrücke. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so gut ist für eure Clear Stamps. Diese hier waren jetzt super günstig. Wascht die einfach ab. Ich habe meine jetzt nicht sauber gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut ist oder schädlich ist für das Ganze. Aber wenn ihr sicher gehen wollt, wascht das bitte lieber ab. Also das wollte ich nur als Sicherheitshinweis mal gesagt haben. Wie gesagt, ich mache mir da nicht so die großen Gedanken derzeit darüber. Ich nehme jetzt hier, das ist jetzt, nee, das ist blöd, doppelt. Was mache ich denn? Ich bin ein bisschen planlos, was ich machen soll. Noch eine? Nee. Na gut, mache ich das jetzt mal. Ich printe das mal auf ein neues, weil es ist jetzt natürlich wahnsinnig schwarz hier unten. Oder mache ich doch noch... Oh, Leute, ich kann mich heute nicht entscheiden. Seht ihr? Schwarzer Print. Sieht auch sehr effektvoll aus. Wir haben hier sogar noch ein bisschen Gold, weil ich das nicht sauber gemacht habe zwischendurch. Hier zum Beispiel seht ihr noch das Honeycomb, die Honeycomb-Schablone darunter. Also es ist wirklich, mir gefällt das. Ich habe jetzt auch nicht so regelmäßig drauf gedrückt, deswegen ja, habe ich jetzt hier noch ein bisschen Reste und das versuche ich jetzt nochmal abzulösen. Ich mache das nochmal nass und dann versuche ich mal, ob ich das nicht hier drauf noch ein bisschen was drauf bekomme, weil ich wollte ja eigentlich nur ein bisschen schwarz für meine Seiten haben. Einfach nur, um die ein bisschen hervorzuheben. Naja, wird die Rückseite jetzt ziemlich dreckig, dann ist das halt so. Es kommt natürlich, wie gesagt, es kommt immer drauf an, was man damit macht. Manchmal will man ja nicht, dass die Rückseite schmutzig wird, aber ich finde es ehrlich gesagt sehr mühsam, sich darum zu kümmern, dass sie sauber bleibt. Weil ihr seht schon, man hat die Hände immer voll. Also ich hatte vorher saubere Hände, jetzt ist alles voll und ja, man hat dann quasi am Ende überall Farbe hängen. Und wir haben jetzt ein bisschen schwarz reinbekommen, so wie ich mir das, wie ich das gehofft habe. Es ist immer noch irgendwie ein heilloses Durcheinander. Aber vielleicht ganz cool für... Wisst ihr, ich meine, stellt euch das hier jetzt mal, das Eck hier, als Hintergrund für, ich will immer Project Life und Kakaokarte sagen. Was will ich denn, wie heißt das denn? Pocket Letter, oh, tut mir leid, für ein Pocket Letter. Stellt euch das mal als Hintergrund für ein Pocket Letter vor. Das sieht eigentlich ganz cool aus, wenn man da noch was, so einen Fokus drauf klebt. Gefällt mir ganz gut. So, machen wir nochmal eine Runde schwarz, würde ich sagen. Diesmal mit nicht so viel Farbe. Oder obwohl, doch. Schauen wir mal, ob das reicht. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel, können wir ja mal zusammen probieren, ich habe jetzt hier ein bisschen weniger Acrylfarbe genommen und versuche das jetzt mal hier drauf zu verteilen. Wie ihr hier seht, also es ist schon fast zu dünn, die Schicht. Ich werde jetzt aber, ich werde das jetzt aber hier mal so lassen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Mit der Schicht. Ich meine, theoretisch ist es bedeckt. Also theoretisch müsste das gerade so reichen. Und dann nehme ich mir jetzt mal die Schablone hier. Ihr seht schon, die hatte ich schon mal benutzt mit weißer Acrylfarbe. Und ja, wie gesagt, ist sehr messy. Aber wenn ich ständig die Schablonen sauber mache, werde ich einfach nicht mehr fertig. So, und das will ich jetzt printen auf. Jetzt muss ich natürlich... Tun wir es doch mal darauf gucken. So als schöner Kontrast. Da müsst ihr jetzt halt mal gucken, dass ihr das wirklich da, wo
die Schablone quasi ihre Rillen hat, dass da die Farbe auch übertragen wird auf das Papier. Also da müsst ihr wirklich gut nach unten drücken, entweder mit euren Händen oder mit eurem Brayer. Und gleichzeitig müsst ihr das Papier irgendwie festhalten, damit das nicht davonfliegt, weil das natürlich nicht klebt. Weil wir ja eben das hauptsächlich abgedeckt haben mit der Schablone. Ich gucke jetzt mal. Manchmal kann man so ein bisschen lunsen, also spicken quasi, und drunter gucken, ob die Farbe übertragen ist. Und wenn nicht, kann man nochmal versuchen, da irgendwie nochmal nachzuhelfen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt so wenig schwarze Acrylfarbe genommen haben, ist die schwarze Farbe jetzt ziemlich schnell trocken geworden auf dieser Platte. Und dadurch kriegen wir jetzt auch nicht so einen guten Abdruck. Also ihr seht, wir haben hier jetzt nur so eine, ja, so einen Hauch von Farbe. Sieht aber auch gar nicht so schlecht aus. So, und dann haben wir das hier. Das drücke ich jetzt mal hier ab. Mal schauen, ob wir hier noch Farbe abbekommen. Ich glaube fast, dass die schon getrocknet ist. Ja, ihr seht schon, da ging gar nichts ab, so gut wie nicht. Das ist schon getrocknet. Also das geht so wahnsinnig schnell, wenn ihr wenig Acrylfarbe benutzt. Das ist trocken. Ich würde, also fast trocken. Ich würde mal sagen, ich tue das jetzt mal nicht, weil wenn ich jetzt hier wieder ein Papier drauf tue, wird sowieso kaum was abkommen. Aber ihr seht, wir haben hier quasi das Negativ davon. Ihr wisst, wie ich das meine. Deswegen tue ich da jetzt einfach Farbe drüber. Die Frage ist, welche Farbe? Also ich bin ja im Moment sehr... Ich sehe immer zu, dass ich immer so passende Farben habe, weil ich mag das immer ganz gern, wenn das dann ein bisschen übereinstimmt. Man könnte jetzt natürlich grün nehmen, aber ich weiß nicht. Grün. Was habe ich hier noch so? Ja, schon wieder türkis. Ich nehme mal die Farbe noch, diese hellere, weil wir die noch nicht so oft benutzt haben. Und dann gebe ich die mal drüber, zusammen mit Weiß am zusammen mit Weiß am besten. Und jetzt habe ich endlich auch mal einen Grund, meine Acrylfarbe aufzubrauchen. Ich habe immer die ganze Zeit gedacht, was soll ich denn mit Acrylfarbe machen? Ich muss die mal viel mehr verbrauchen, die wird hier sonst auch nicht besser vom Rumstehen. Und jetzt habe ich endlich mal einen schönen Anwendungszweck dafür gefunden. So. Aber naja, gut, der Nachteil ist jetzt natürlich, jetzt hat man wieder einen Grund gesehen, sich neue Sachen zu kaufen. Kennt ihr ja vielleicht. So, und damit fülle ich jetzt hier noch ein bisschen mein Schmierpapier auf. Das kann man zum Beispiel auch für Art Journal-Hintergründe benutzen oder für, mir fällt es schon wieder nicht ein, Project Life. Ihr wisst, was ich meine. Pocket Letter, um Gottes Willen. Ich glaube, ich muss mir das irgendwie mal, muss mir mal einen Spickzettel schreiben. Das ist ja echt peinlich. So. Mal schauen, ob wir da den Print von vorhin, die schwarze Acrylfarbe, mit hochziehen können. Die Theorie ist, dass wenn man neue Farbe drauf tut, dann ist das wieder feucht, sozusagen, die Oberschicht. Und dann bleibt das, glaube ich, irgendwie am Papier haften und dadurch zieht ihr dann die trockene Schicht mit ab. So ist irgendwie die Theorie. In der Praxis funktioniert es nicht immer so richtig. Und wir haben das hier bekommen. Also man sieht es nicht so wirklich gut. Aber es sieht auch sehr interessant aus. Könnte man jetzt mit Gold kombinieren und dann wäre es wieder passender zu den anderen Farben. So, und das hier, würde ich sagen, können wir doch auch nochmal printen. Ich habe jetzt, da muss man jetzt aufpassen, das hier ist jetzt noch ein bisschen feucht. Also ich könnte das darauf tun. Ja, wenn ich jetzt nur, das Problem ist jetzt halt, wenn ich zu lange warte, dann trocknet das. Ich glaube, jetzt ist es schon getrocknet. Schauen wir mal.
nee, ich habe noch ein bisschen was hochgekriegt. Also, oh, das ist jetzt ein schönes Zitat. Also ich habe noch ein bisschen Farbe hoch aufs Papier drucken können. Sieht sehr cool aus, also sehr interessant. Gut. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir so bisher haben und dann beenden wir das Ganze langsam. Also ich gucke dann immer, wenn ich so ein paar Prints gemacht habe oder keine Lust mehr habe oder was auch immer, dann gucke ich mir so ein paar Prints an, wo ich der Meinung bin, da fehlt noch was. Also hier könnten wir irgendwie noch irgendwie sowas machen. Das ist auch noch nicht so ganz. Das gefällt mir ganz gut, das lasse ich so. Da könnten wir auch noch was mitmachen. Ich denke mal, das hier lasse ich auch so, wie es ist. Das lasse ich auch, wie es ist. Und das könnten wir auch noch was mitmachen. Also ich habe mir jetzt hier so ein paar Papiere noch ausgesucht. Die anderen lege ich mir mal beiseite. Und da schauen wir jetzt mal, was wir noch hier draus machen können. Weiß. Machen wir mal was mit Weiß. Das hatten wir ja die ganze Zeit schwarz gehabt. Wie gesagt, ich reinige jetzt nicht die Platte. Wir haben jetzt nicht irgendwie ganz spektakuläre Farben benutzt, die jetzt nicht irgendwie zu dem anderen passen. Und deswegen macht das nichts, wenn dann die hier das, was hier drunter ist, wenn das dann quasi mitgedruckt wird oder mit hochgehoben wird beim Druck. So, wir machen mal die Schablone hier. Sticht gar nicht so sehr heraus, aber finde ich, sieht trotzdem ganz cool aus. So. Eigentlich hätte ich noch irgendwas mit Gold dazu machen müssen. Naja, gut. Ja, und ich merke jetzt schon, dass die Farbe mir hier wegtrocknet, deswegen ist es jetzt nicht so toll. Ja, ihr seht schon, da ist wieder nichts runtergekommen von der Schablone. Das bedeutet, die Farbe ist trocken. Habe ich ein bisschen zu wenig genommen. Da tue ich gerade noch mal ein bisschen nachlegen. Also das kann man auch machen. Man muss jetzt nicht davon wieder einen Print neu machen. Oder einen neuen Print ziehen. Oh, mir fallen die Begriffe überhaupt nicht dafür ein. Weil ich habe, wie gesagt, ich habe zwar sehr viele Videos geguckt, aber die sind alle auf Englisch. Deswegen, keine Ahnung. Fehlen mir im Moment noch so ein bisschen die Worte. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich wühle hier rechts dann immer so an meinen Schablonen rum. Was nehme ich denn? Ich glaube, das habe ich noch gar nicht probiert. Deswegen ist sie auch noch so sauber. Das probiere ich jetzt einfach mal. Hierauf? Ja, probieren wir es mal hierauf. Sieht auch ganz cool aus. Also ich finde das halt auch sehr schön mit der Jelly Plate. Ich meine, klar, man muss wissen, ob es das einem wert ist finanziell. Aber ich finde es halt auch sehr schön, wenn man einfach mal keine Ahnung hat, was man gerade machen soll. Man möchte gerne irgendwas machen, aber man ist, fühlt sich nicht so kreativ oder hat keine Lust. Oder in meinem Falle ist erkältet und fühlt sich gerade zu sonst nicht so viel in der Lage. Dann ist es eigentlich eine ganz praktische Sache, einfach mal so ein Jelly Print, so eine Jelly Print Session zu machen. Und dann, wenn man, entweder es hat funktioniert, sodass man dann mehr, ja, wie soll man das sagen, inspiriert ist quasi und heute fehlen mir echt die Worte, wisst ihr, wie ich das meine? Entweder es funktioniert, dass man danach so inspiriert ist und man macht gleich weiter oder man legt das einfach beiseite und wartet einfach drauf, dass man einen kreativeren Tag hat und verarbeitet die dann weiter zu was auch immer. Wie gesagt, macht ein Pocket Letter draus.
macht Artjournal Hintergründe draus. Man kann Briefumschläge damit machen. Das hat die liebe Andrea Gomol gemacht zum Beispiel. Ich suche euch ihr Video mal raus. Es ist zwar auch in Englisch, wobei aber auch sehr viel Timelapse drin ist. Schaut euch das einfach mal an. Fand ich sehr interessant. Sie hat da, glaube ich, Briefumschläge mitgemacht. Das kann man zum Beispiel auch damit machen. Man kann Karten damit machen, also Grußkarten. Es ist natürlich schon irgendwie, ne, so ein bisschen moderner Stil. Ich weiß noch nicht mal, wie man das bezeichnen soll. Ich habe von Kunst ja keine Ahnung. Ja, aber halt... Was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Jetzt habe ich irgendwie meinen eigenen Faden verloren. So, da haben wir jetzt Wellen drin. Was mache ich denn mit den beiden? Da passt jetzt Weiß irgendwie so gar nicht dazu. Das passt jetzt auch nicht so gut. Mache ich doch die anderen nochmal irgendwas? Ich glaube, ich mache hier doch noch mal ein bisschen Weiß noch mit drauf. Ja, manchmal weiß man halt nicht, manchmal ist das so eine Sache. Es gefällt einem ein Hintergrund voll gut. Und dann überlegt man, soll man da jetzt noch mal was draufklatschen und riskieren, dass es einem später nicht mehr so gut gefällt? Ja. Oder soll man es nicht riskieren? Weiß ich jetzt zum Beispiel jetzt hier gar nicht, ob ich das besser finde oder schlechter finde. Aber es geht, ist das nicht so schlimm. Mache ich das sonst noch mal? Ja, sonst habe ich überall die Wellen. Ist auch blöd. Ich tue das jetzt mal hier wieder ab. Und dann verstreiche ich das noch mal, solange das halbwegs sich noch mal verstreichen lässt. Und dann... Ja. Die Frage ist, was mache ich dann? Eigentlich bin ich fertig. Eigentlich, das ist fertig. Ich mache noch eine Ladung schwarz und dann sind wir fertig. Also gut, dann schmeiße ich die Farbe weg. Wie gesagt, ihr könnt da nochmal einen Print davon ziehen, könnt das irgendwie weiter benutzen, das nochmal irgendwo anders drauf machen. Ich mache das jetzt hier einfach sauber. Und dann ist das jetzt halt so, dass die Farbe dann quasi, dass ich da nicht so viel dann von der Farbe benutzt habe. Deswegen ist es dann auch ein bisschen mühseliger. Normalerweise mache ich das nicht so gerne, wenn da so viel Farbe drauf ist, das sauber zu machen, weil das so viel Arbeit ist. Es ist irgendwie einfacher, wenn man einen Print abgezogen hat, am besten einen vollflächigen, und dann ist es sehr einfach zu reinigen. Ich nehme jetzt, glaube ich, mal wieder ein neues Tuch. So, Platte ist halbwegs sauber, das reicht jetzt. Ja, eine Ladung schwarz. Oh, meine Hände sehen aus. Eine Ladung schwarz möchte ich jetzt gerne noch machen. Wenn euch das stört, könnt ihr natürlich auch Handschuhe anziehen. Also so Gummihandschuhe. Aber ehrlich gesagt, das mag ich überhaupt nicht. Irgendwie, das ist so künstlich. Ich mag das einfach in Farben zu matschen und zu spielen. Ich meine, ich matsch da jetzt natürlich nicht mit Absicht drin rum. Aber, ich weiß nicht, es gibt nichts Schöneres, finde ich jetzt zumindest, als Farbe an den Händen. Gefällt mir sehr gut. Ich weiß nicht, geht das euch irgendwie ähnlich? Ich mag das einfach. Ich meine, klar, natürlich, wenn ich jetzt irgendwie rausgehe und sei es jetzt nur zum Einkaufen, dann wasche ich mir natürlich die Hände. Dann ist das natürlich blöd, mit so dreckigen Händen rumzulaufen. Aber für so zu Hause, wenn man gerade am Werkeln, frisch am Werkeln ist, dann fühlt sich das irgendwie nochmal so... Dann fühlt man sich nochmal besonders stolz auf seine Sachen und könnte das irgendwie nachvollziehen. Also zumindest geht es mir so. Okay, jetzt habe ich einen Brayer, den ich da nicht ab... Oder? Ja, doch. Machen wir mal hier vorsichtig einen kleinen Rahmen drum. Ich möchte das jetzt irgendwie auch nicht ganz flächig... abrollen.
auf dem Papier. Ich finde es eigentlich ganz cool, so wie das Papier im Moment aussieht. Also wie gesagt, das ist einfach nur Abrollpapier. Eigentlich ist es Schmierpapier. Es ist, man kann es auch wegschmeißen. Ich finde, das ist das Coole an der Sache. Es ist so ein schöner Zufall einfach, was dabei manchmal entsteht. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu lange rede. Okay. Was können wir denn jetzt noch machen? Wir könnten Herzen machen. Nee, keine Herzen. Punkte. Wir könnten mal herabfallende Punkte machen. Was ich jetzt halt schade finde, ist halt, dass man den Rand, da muss man jetzt halt aufpassen. Das finde ich sehr blöd, ehrlich gesagt. Deswegen schaue ich mal, ob ich das irgendwie hier festhalten kann. Aber ich glaube, jetzt ist es mir verrutscht. Na. Naja. War jetzt nicht so die Glanzleistung. Aber es sieht auch sehr interessant aus mit den paar kleinen Punkten hier drin. Ich guck mal, ob ich hier noch was abbekomme. Ich möchte jetzt halt nur ungern so fette schwarze Streifen hier vom Rand in mein Bild bekommen. Ich meine, wenn hier jetzt nur mal so ein kleiner Streifen ist, finde ich das persönlich gar nicht so schlimm. Also gut, lasse ich so. Was machen wir damit? Was ich euch auch noch nicht gezeigt habe, das passt jetzt hier zwar jetzt nicht so hundertprozentig, aber ihr könnt entweder Klopapierrollen oder leere Tesafilmrollen oder was auch immer nehmen, damit hier so Kreise reinmalen. Und die kann man dann auch abziehen als Print. Hatte ich nicht irgendwo mal einen schwarzen Print? Wo habe ich den denn hin? Oder habe ich den schon überprintet? Ich habe hier echt so ein Chaos beisammen. Ah nein, schaut mal, den habe ich ja ganz vergessen. So, ich glaube, die Farbe ist jetzt hier auch langsam trocken. Ich mache hier nochmal so ein paar Kreise. Dann lasse ich das hier nochmal trocknen. Tut mir leid, ich habe eigentlich gesagt, wir sind fertig, ne? Aber irgendwie kann ich nicht aufhören. Das ist ganz schlimm. Naja, komm, wenn das jetzt so trocken ist, dann versuche ich das jetzt hier mal drüber zu legen. Ich hoffe, es kommt nicht zu viel ab. Seht ihr? Ich habe jetzt wirklich nur ganz schnell, damit nicht so viel drauf kommt. Es sieht zwar ein bisschen chaotisch aus, aber ich wollte euch einfach nur zeigen, dass diese Kreise, die wir hiermit gemacht haben, die kommen dann auch zur Geltung oder die kommen dann halt so ein bisschen raus. Einfach nur, um ein bisschen mehr Schwarz reinzubringen. Aber es ist schon ziemlich getrocknet, der Untergrund. Ich weiß nicht, ob man das im Video erkennen kann, aber es ist schon ziemlich trocken hier unten. Ein Print mache ich noch. Ein Print, um die Platte sauber zu machen, damit ich das nicht wieder von Hand reinigen muss. Und dann nehme ich jetzt einfach mal ein Lila dazu. Normalerweise würde ich jetzt hier eigentlich noch gerne was mitmachen. Ich glaube, das hebe ich mir aber mal für wann anders auf. Dann klatsche ich oder versuche ich da irgendwie nochmal Farbe drüber zu klatschen. Ich meine, was ich jetzt natürlich machen könnte. Ja. Ihr seht schon, also wirklich, es ist, man will eigentlich aufhören, aber man, ja, eigentlich doch nicht. Weil man hat immer so viele Ideen dann plötzlich, auf die man dann kommt und was man machen könnte. Ach, es ist schlimm. Und das hier wird schon ziemlich chaotisch hier. Das probiere ich jetzt noch. Nehme ich jetzt das hier? Ach, es ist ja eigentlich egal, oder? Ja, ich nähe jetzt mal die Schablone. Und oh, das sieht cool aus. Könnt ihr das überhaupt erkennen? Also auch Schwarzprinten habe ich noch nicht so sehr probiert. Steht aber noch auf meiner Liste. Ich wollte mir auch mal schwarzen Cardstock zurechtschneiden und dann gezielt
auf Schwarz versuchen, Prints zu machen, weil Acrylfarbe ist ja deckend, sollte sein. Und deswegen kann ich mir das ganz cool vorstellen. Also gut, habe ich das auch. Naja, das hat jetzt nicht wirklich viel geholfen. Egal. Habe ich es euch gezeigt? So sieht's aus. Also das hier schneide ich dann ab. Wobei ich das aber... Das ist schon so durcheinander, dass ich es fast cool finde. Okay, dann haben wir das. Und dann ziehen wir uns jetzt noch einen letzten Print. Zufälligerweise auch mein letztes zurechtgeschnittenes Papier, von daher passt das perfekt. Und dann, ja, denke ich mal, werde ich mit euch noch ganz schnell ein Pocket Letter machen, zumindest halt so grob. Einfach nur mal, um euch zu zeigen, was man dann aus den Papieren machen kann. Weil bestimmt die Frage aufkommen wird, was macht man denn mit den ganzen Papieren? Wie gesagt, ich finde, habe ich schon erklärt, der Weg ist das Ziel und deswegen ist es nicht so wichtig, meiner Meinung nach, ob man damit jetzt was super Sinnvolles machen kann oder nicht. Und das ist das Ergebnis. Sieht auch sehr cool aus. Also wir haben hier halt noch das bisschen Schwarz, was auf der Platte war. Die Schablone haben wir dann, also wir haben erst lila drüber gemacht, dann die Schablone draufgelegt. Die Schablone haben wir ja mit dem hier ein Stück abgehoben, also abgenommen. Und dadurch ist das dann die Farbe weg gewesen. Und deswegen guckt hier die weiße Farbe von dem Papier raus. Man könnte das jetzt natürlich auch mit buntem Cardstock machen, aber ja, ich glaube, das ist mir dann irgendwie auch zu kompliziert. So, und jetzt mache ich die Platte hier noch sauber und räume ein bisschen meinen Tisch auf. Ich habe euch ja gezeigt, wie die Platte sauber zu machen geht. Also wie ihr seht, wenn da nicht mehr so viel auf der Platte drauf ist, geht das super einfach. Also einfach nur drüber wischen. Und ja, wie gesagt, lagern tue ich das Ganze dann auch wieder in der Originalverpackung mit den beiden Folien drumherum. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich das ganze Chaos hier ein bisschen aufgeräumt habe. So, und dann tue ich mal so, als hätte ich aufgeräumt. Dabei habe ich alles nur ja, an den Rand geschoben. Ich zeige euch jetzt mal gerade, was wir jetzt bekommen haben am Ende. Oder was ich jetzt hier überhaupt kreiert habe. Und ihr seht, es ist eine ganze Menge dabei entstanden. Einmal das Schmierpapier. Also ich habe nur ein Schmierpapier benutzt. Manchmal benutze ich mehrere. Es kommt immer darauf an, mit was für Farben ich arbeite. Wenn es sehr unterschiedliche Farben sind, die nicht so gut zusammenpassen, dann benutze ich auch verschiedene Schmierpapiere. Aber wie ihr hier seht, haben wir, ja, manche würden sagen ein Durcheinander. Manche würden sagen, das ist Müll. Man kann das in den Müll schmeißen. Man kann auch irgendwas Cooles mitmachen. Man kann auch Hintergrundpapier benutzen. Man kann das irgendwie in sein Art Journal reintun und die Seite noch gestalten, was man damit machen möchte. Man kann das als Geschenkpapier benutzen und damit irgendwas verpacken. Alles Mögliche. Ich zeige euch jetzt einfach, was wir gemacht haben. Manche Sachen gefallen mir halt und manche nicht so gut. Das hier gefällt mir jetzt zum Beispiel nicht so gut. Das hier habe ich noch. Da weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Irgendwie ist es cool, aber auch irgendwie, naja. Das mag ich besonders. Also irgendwie scheint mir das, also Türkis und Gold, die Kombi scheint es mir halt voll angetan zu haben. Das haben wir noch. Weiß ich auch nicht so ganz. Das, glaube ich, gefällt mir fast schon gar nicht. Mir gefällt das Türkisene darin nicht. Das irgendwie kommt nicht so schön raus. Also von daher, das Türkis stört mich da drin. Das haben wir noch. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Da fehlt mir so ein bisschen Gold, muss ich ganz ehrlich sagen. Das passt nicht so ganz zu dem Rest. Also zumindest, ja, wie gesagt, es fehlt irgendwie Gold. Vielleicht kann man das ja noch mal irgendwann nachholen. Mal schauen. Das finde ich ganz cool. Das gefällt mir auch sehr gut mit dem Wellenmuster da drin. Das gefällt mir sehr schön. Dann das finde ich eigentlich auch ganz cool. Es ist natürlich sehr düster. Es kommt immer drauf an, was man damit macht. Aber, und das hier haben wir noch. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Also wie ihr seht, man hat eine Menge Papier draus gemacht. Ich habe, wie ihr schon gesehen habt oder unschwer erkennen konntet, ich habe mir das Ganze jetzt noch zurechtgeschnitten. Wenn einem jetzt ein Print besonders gut gefällt, kann man das Ganze auch einscannen und dann hat man es quasi für die Ewigkeit. Das Problem ist halt, dass man diesen Goldeffekt dann natürlich nicht mehr so schön sieht. Und ja, es
man hat dann auch nicht mehr das Gefühl von Farbe, wenn man drauf fasst. Es fässt sich allgemein sehr platt an, aber man spürt die Textur. Also es ist nicht so, wie wenn man Farbe wirklich tatsächlich drauf klatschen würde. Das nicht, aber es ist auch nicht hundertprozentig glatt. Also es ist ganz interessant, muss man mal angefasst haben. Und ja, wie gesagt, wir werden jetzt mal ein Pocket Letter basteln und ja, viel Spaß dann beim Zusehen vom Pocket Letter. So, und das ist der Pocket Letter, der dabei rausgekommen ist. Ich zeige ihn euch mal von näherem. Ja, ein ganz normaler Pocket Letter, würde ich mal sagen, so in meinem Stil. Nur eben mit dem Hintergrund, also mit den Jellyplate-Hintergründen. Und ich muss sagen, gerade für Pocket Letter gefällt mir das unglaublich gut. Einfach, weil das so ein bisschen artsy ist, also künstlerisch. Ich weiß nicht, ob man das so wirklich mit künstlerisch übersetzen kann, aber es ist einfach verspielt und ein bisschen random und gefällt mir einfach. Also mir gefällt das wahnsinnig gut. Ich finde, das ist relativ narrensicher, sag ich mal, das ganze System mit der Jellyplate. Wie gesagt, man kann nichts falsch machen. Man kann umgekehrt auch nicht so wirklich viel richtig machen. Also es ist einfach rumspielen, experimentieren. Mir macht es einfach unglaublich viel Spaß. Ihr seht, ich habe hier noch auch aus dem Jellyplate-Papier, was wir gemacht haben, habe ich ja Ausstanzung gemacht. Also ich habe es einfach durch meine Big Shot gekurbelt. Das ist jetzt das dunklere Papier. Ich habe mir gedacht, das bietet sich ganz gut an, eben weil es so dunkel ist, das hier als Kontrastfarbe noch zu nehmen. Man hätte natürlich umgekehrt auch was Helles nehmen können. Hier habe ich sogar noch ein paar Karten übrig. Einfach, ja, ne? Wenn man das halt so in vier Teile teilt, drei Blätter, dann bleibt eben hier noch was übrig. Wir haben hier noch eine ganze Menge Papier übrig. Damit kann man auch noch mal weitere, ja, entweder Art Journals nicht. Ja, Art Journals auch. Wie heißt das denn? Pocket Letter. Oh, ich kann wirklich nicht reden. Man könnte damit noch weitere Pocket Letter machen. Man kann damit Art-Journal-Seiten machen, man kann auch vielleicht sogar damit Mini-Alben dekorieren, wenn man möchte. Kommt natürlich immer so auf seinen eigenen Stil an oder was man da halt machen möchte. Also unendlich viele Möglichkeiten. Ich habe hier auch noch das große Papier, das habe ich auch noch nicht benutzt, aber kann man auch benutzen. Entweder hier für Cutouts zum Beispiel oder für Die-Cuts. Oder. Also es sind so viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. Es macht einfach unheimlich viel Spaß, sich einfach mal hinsetzen und eine ganze Reihe an Papieren zu machen. Also wenn ich jetzt nicht gerade aufgenommen hätte, hätte ich vielleicht sogar noch mehr Papiere gemacht. Einfach weil es so viel Spaß macht zu gucken, was denn dabei rauskommt, wenn man verschiedene Farben kombiniert, wenn man verschiedene Materialien kombiniert, wenn man sich mal einen Schwamm schnappt und da drin rumdreht oder mal ein Netz oder was man eben da hat. Es muss nicht irgendwie was
Besonderes sein, irgendwelche besonderen Bastelmaterialien. Das finde ich halt das Gute an der Jelly Plate. Und ja, wie gesagt, ich bin ziemlich froh, dass ich das Experiment gewagt habe. Ich habe, glaube ich, bei Scrapbook Werkstatt, also schaut dort mal vorbei. Ich werde es euch auch den Link in die Infobox posten, falls ihr das nicht findet. Ich habe so irgendwie so ungefähr 21 oder 22 Euro bezahlt für die 6x6-Inch-Platte. Es klingt erstmal nach einer Menge Geld, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, den Roller, der kam ja noch dazu. Also den Roller, den finde ich auch... Moment, ich muss durch mein Chaos wühlen. Den Roller braucht man schon dazu. Dafür habe ich auch nochmal, glaube ich, so ungefähr knapp 15 Euro bezahlt. Also es ist in der Anschaffung schon nicht so ganz billig. Wie gesagt, deswegen war ich ja überhaupt am Zögern, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Es gibt verschiedene Größen von der Jelly Plate. Es gibt noch kleinere, davon würde ich euch abraten, weil... Ja, ich finde, die 6x6 Inch ist schon zu klein eigentlich. Also es ist in Ordnung für Pocket Letter, wenn man nicht mehr Geld zur Verfügung hat und sich nicht sicher ist, dann finde ich, ist die 6x6 Inch Variante auch noch okay. Es gibt auch noch die 5x7 Inch Variante, glaube ich. Die würde hier zu meinen Schablonen besser passen. Da habe ich auch erst überlegt, ob ich die Variante nehmen soll, aber dann geht meine Rechnung mit den Pocket-Lettern nicht auf. Deswegen habe ich mich dann doch für die 6x6-Inch-Variante entschieden. Ja, und wer genügend Geld hat oder das Geld gerne ausgeben möchte, dem würde ich raten, wenn ihr euch eine kauft und wenn ihr es euch leisten könnt, dann schaut mal, ob ihr euch nicht die größere Jelly Plate, ich glaube 8x10 Inch, glaube ich. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen größer sogar als DIN A4 oder ich bin mir nicht sicher. Schaut einfach mal, ob ihr euch das leisten möchtet oder ob ihr sagt, das ist Wucher, das ist viel zu teuer. Ja, wie gesagt, ich werde euch auch in die Infobox nochmal einen Link posten zu einem Video, wie man die selber machen kann. Wie gesagt, ich kenne das Video nicht, ich habe es auch selber nicht ausprobiert, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Aber für diejenigen, die das interessiert, werde ich das mal verlinken. Ansonsten, ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, es war so ein bisschen vlogmäßig, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem mal so ein paar Eindrücke davon bekommen können. Ich wollte euch das Produkt einfach mal zeigen, weil ich persönlich finde es immer sehr interessant zu sehen, was es denn so in Anführungszeichen Neues gibt auf dem Bastelmarkt. Das ist nicht neu. Ich glaube, das Prinzip existiert schon ewig. Ja, aber eben für mich ist es neu, weil ich es neu entdeckt habe. Und deswegen wollte ich euch einfach mal zeigen, womit ich mich in letzter Zeit sehr oft und sehr gerne beschäftige. Es macht, wie gesagt, mir macht es einfach unheimlich viel Spaß, damit Sachen zu machen. Ich freue mich schon darauf, noch mehr Pocket Letter damit zu gestalten. Das hier ist jetzt auch mein erster Pocket Letter mit den Jelly Prints, die ich gemacht habe. Ja, ihr Lieben, damit entlasse ich euch, wünsche euch noch einen schönen kreativen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben!